Hi, hier ist der Alex Und der Stefan? vom Monatsmob. Monatsmob! Wie spricht man eigentlich fremde Menschen an? Das lernen wir in der heutigen Folge vom Monatsmob. Herzlich willkommen zum zweiten Monat des ersten Trimesters praktische Sozialkunde. Nachdem wir schon angelächelt haben, steigern wir uns jetzt noch ein bisschen in Sachen Kontaktaufnahme und sprechen jetzt fremde Menschen wirklich an. Es geht also darum, mindestens einen Menschen am Tag einmal eine Frage zu stellen und ihn anzusprechen. Wenn daraus mehr entsteht, natürlich umso besser, aber das ist so das Mindestziel für diesen Monat. Stefan nickt schon. Und es ist ja auch immer so, wir brauchen immer ein starkes Warum, was uns antreibt, dass wir auch wirklich ja, die Sache durchhalten. Und wir zwei haben uns unser Warum überlegt. Stefan, was ist deins? Meinst du es im Endeffekt, dass ich neue Freunde kennenlernen will und jede Freundschaft beginnt mit einem Gespräch und ein Gespräch wiederum beginnt logischerweise mit dem Ansprechen? Und was ich mir noch überlegt habe, das steckt, glaube ich, in uns allen so drin. Wir sind ja soziale Wesen und wir können allein nicht überleben da draußen. Deswegen ist es einfach wichtig, dass wir in Kontakt mit anderen Leuten sind. Und dazu bedarf es auch Gespräche und das halt nicht nur übers Internet, was ja jeder irgendwie von uns kann und vor allem wir Online-Menschen können, sondern wir wollen es auch außen machen. Und war auch so eine Grundmotivation, den Monatsmob überhaupt zu gründen. Deswegen bin ich jetzt extrem gespannt. Also, es wird herausfordernd, aber ich habe Bock drauf. Und du auch. Was ist dein Warum? Ja, absolut. Eigentlich mit dem Freundeskreis das Gleiche. Würde gerne noch einen größeren Freundeskreis aufbauen. Das ist so ein längerfristiges Ziel, aber auch jetzt mal kurzfristig betrachtet, das ist einfach echt manchmal so, dass ich gerne Menschen wegen irgendwas ansprechen würde, weil ich irgendwas loswerden wollen würde, weil ich irgendwas sehe oder keine Ahnung, was auch immer, den anderen irgendwas fragen und manchmal traue ich mich oft einfach nicht. Und das ist dann so leicht deprimierend auch in der Situation. Ich glaube, das kennt jeder, diese Situation, wo man irgendwie zusammensitzt oder irgendwo zusammen mit vielen Leuten auf einen Haufen ist und man sieht irgendwas aus und will was dazu sagen und man traut sich nicht. Ja, ganz Warum genau. auch immer, ich meine, das ist komisch. Deswegen, wir machen das diesen Monat. Genau, das machen wir. Wie gehen wir vor, um das Ganze zu machen? Es gibt vier Schritte, die wir uns überlegt haben. Der erste Schritt ist, einen sympathischen Menschen auszuwählen auf der Straße. Und natürlich einen fremden Menschen, wenn man Leute anspricht, die man kennt, das ist zu einfach. Ja, definitiv. Zweiter Schritt ist. Ja, wenn man dann den sympathischen Menschen gefunden hat, dann stellt man Blickkontakt her. Das ist so eigentlich so ziemlich die Voraussetzung, sonst wird es echt schwer. Und wenn möglich, lächelt man den anderen natürlich auch noch an. Das ist jetzt nicht zwingend notwendig, aber dadurch wird es einfach auch einfacher und die Stimmung wird auch schon gelockert, wenn man lächelt. Ja, und dafür kannst du dir gerne nochmal die Anlächelfolge anschauen, die wir hier einblenden. Ja, nächster Schritt. Nächster Schritt ist dann, einen Schritt auf Ein die Schritt. Person zuzugehen. Zumindest machen wir das beides so. Also irgendwie signalisieren, dass man was sagen will und natürlich dann auch eine offene Körperhaltung haben. Also nicht hier so irgendwie, sondern Brust nach hinten, Kopf nach oben und lächeln, wie gesagt. Und vierter Schritt ist dann. Ja, losreden. Das ist Genau. sehr essentiell. Ja. Da stellt sich die Frage, wen wir alles ansprechen können. Da hast du guten Input, Alex. Machen wir hier am Anfang. Ja, am einfachsten ist natürlich, wenn man sich Menschen rauspickt, bei denen man die geringste Hemmschwelle hat. Das ist jetzt wahrscheinlich bei jedem anders. Hängt davon ab, Mann, Frau, wie alt ist die Person? Ja, dass man auf jeden Fall erstmal mit den Menschen anfängt, wo man eine relativ geringe Hürde hat und sich dann halt später steigert, dass man auch mal zu den Menschengruppen kommt, die man eigentlich nicht so gerne anspricht. Wie ist es bei dir? Wen wirst du dann als erstes ansprechen und als letztes im Monat sozusagen? Also eigentlich fällt es mir leicht, je älter Leute sind, desto leichter fällt es mir eigentlich. Bei mir genauso. Interessant. Und Ja. dann am Ende halt irgendwie gleichaltrige Mädels, wobei wir jetzt nicht das Ziel haben, Frauen unbedingt kennenzulernen, aber das ist irgendwie die größte Herausforderung. Ja, wobei ich Kinder fast noch schwieriger finde. Ah, echt okay. Bei mir nicht unbedingt.
Ja, wie gesagt, es wird bei jedem etwas anders sein. Genau. Ja. Dann ist es gut, wenn man Leute nicht unbedingt ihre Bewegung aufhält, sondern am besten Leute ansprechen, die irgendwo rumstehen. Und vielleicht eh warten oder so, weil die haben gerade Zeit zu reden. Man kann natürlich auch Leute aufhalten sozusagen. Der Vorteil ist, wenn man Leuten direkt auf sie zuläuft, dass man, dass die schon mal einen sehen können und abchecken können, dass man gut aussieht, zum Beispiel. Ja, genau. Die Sache ist halt, die sind meistens dann irgendwie von A nach B unterwegs und werden dann aber trotzdem irgendwie unterbrochen. Von daher kann es schon sein, dass man sie rausreißt, aber ja, hat eben Vor- und Nachteil. Ja, wenn man es dann richtig schwer mag, dann kann man quasi auch Leute aufhalten, die gerade irgendwie an ihrem Smartphone rumdaddeln oder Kopfhörer in den Ohren haben. Das ist natürlich aber schon richtig schwer, weil die sind definitiv woanders, die muss man richtig rausreißen. Oder auch Gruppen ansprechen ist dann auch eine Möglichkeit. Genau. Also nicht die ganze Gruppe ansprechen ist auch eine Möglichkeit, aber erstmal einen aus der Gruppe raus picken und denen irgendwas fragen. Natürlich, es gibt auch die Möglichkeit, dass man jetzt selber rumsteht und wartet, bis jemand auf einen zukommt. Das ist natürlich mit ein bisschen Risiko verbunden, weil es kann natürlich sein, dass man eine halbe Stunde rumsteht und keiner kommt auf einen zu. Also das ist ja ein bisschen, dann gibt man halt so die Verantwortung ab und aktiver wäre eigentlich, fände ich jetzt schon besser. Ja, wobei diese Leute, die diese Unterschriftenaktion machen, die stehen eigentlich auch rum. Die machen halt so ein Handzeichen. Und so habe ich mir auch vorgestellt, dass du halt dann rumstehst und irgendwie sagst, hey, hier und hey, hier. Also, Sag mir okay, mal, wie aber du spät es musst ist, sag mir mal, wie schon. spät es ist, sag mir mal, wie spät es ist, sag mir mal, wie spät Okay, aber du es musst meistens schon ein paar Schritte dann in irgendeine Richtung machen auf den anderen zu. Genau, einen Schritt zugehen haben wir ja auch Stimmt, wieder gesagt. ja, genau. Was kann man noch machen? Du hast noch vorgeschlagen, Leute ansprechen, die planlos aussehen und denen Hilfe anbieten. Also wirklich bewusst zum Beispiel Touristen helfen. Kann man sich auch vor die Hauptsehenswürdigkeit stellen in der Stadt, in der man wohnt und dort halt, also wenn man sich halbwegs auskennt, den Leuten dann auch helfen. Wäre natürlich gut, wenn man sich auskennt. Genau, das ist Okay, vielleicht auch so noch was sorry. für Hier fährt gerade irgendwie so eine Kehrmaschine vorbei. Ja, das ist vielleicht auch sowas für nebenher, einfach wenn man sowas sieht, weil ja, weil es auch wieder, dass man jetzt wartet, dass jemand kommt und planlos aussieht, ist vielleicht auch so eine Sache, wo eher etwas passiv verharrt und da eher aktiver werden. Ja. Was kann man alles sagen? Also wir können nach der Uhrzeit fragen, gerade schon demonstriert. Ja, genauso kann man einfach nach dem Weg fragen. Man kann nach dem nächsten Supermarkt fragen, nach dem nächsten Briefkasten, nach dem nächsten Dönerladen, nach dem nächsten Monatsmob. Genau. Und natürlich, selbstverständlich, ihr könnt natürlich auch gerne fragen, obwohl ihr die Antwort schon wisst. Ihr müsst jetzt nicht verzweifeln nach irgendwas suchen, was ihr eigentlich nicht kennt, sondern ist Ja. egal, darum geht es ja nicht. Genau, es geht nur darum zu fragen. Das ist gut, dass du das erwähnst. Ja. Ja. Was auch cool ist, was eine Idee war, fragt Leute, ob sie ein Foto von euch machen können. Ist ja, also geht natürlich heutzutage mit Selfies, aber ist doch viel cooler, jemanden zu fragen. Dann bist du ganz Körper drauf und dann hast du den Beweis, dass du es gemacht hast und kannst den Beweis auch noch posten bei uns im Forum oder in der Gruppe. Das würden wir sehr begrüßen, wenn wir Bilder von euch sehen, wie ihr Leute gefragt habt. Oder dann ist klar, dass ihr jemanden angesprochen habt. Genau. Ja, wir zwei werden das auf jeden Fall, ich würde sagen, wir machen das auf jeden Fall mindestens einmal diesen Monat. Ja, guter Plan. Genau. Dann, wer noch ein bisschen Steigerung braucht während des Monats, kann natürlich dann nicht einfach nur fragen, oh, können Sie mir mal bitte die Uhrzeit sagen, sondern kann er noch so kleine Geschichten auch mit einbauen, einfach so einen Nebensatz. Weil ja, heute habe ich normal, also normalerweise habe ich meine Uhr immer dabei, aber gerade heute habe ich sie mal vergessen. Oder wenn man Oder nach dem Weg fragt, wäre jetzt auch eine Möglichkeit, nicht einfach nur zu fragen, ja, wo ist denn hier der nächste McDonald's? Sondern könnten Sie mir denn was empfehlen? Wo kann man denn hier in der Gegend gut essen, gesund essen? Wo kann man Salat essen? Wo kann man besonders fettig essen? Je nachdem. wo kann man hier richtig schlecht essen? Genau. Ja, oder kannst du mir XY empfehlen? Das ist auch so eine ähnliche Ja, Frage. das ist auch gut. Okay, dann noch ein paar allgemeine Ansprechtipps. Es ist immer hilfreich, wenn man sich vorher in einen guten Zustand bringt und da kannst du dich an die lustigsten Momente in deinem Leben erinnern. Das haben wir beim Anlächeln auch schon vorgeschlagen. Oder du erinnerst dich daran, dass irgendjemand zurückgelächelt hat, wenn du den letzten Monat mitgemacht hast. Das wäre natürlich die Voraussetzung.
Oder an vergangene Gespräche, die gut gelaufen sind, passt er dann zum Thema, wo du denkst, okay, da ist gut gelaufen, jetzt mache ich es gleich wieder so. Oder allgemein an deine Stärken einfach erinnern, die du hast. Solche Sachen. Und grundsätzlich einfach nur machen und nicht drüber nachdenken. Wobei das gerade, ja, das passt nicht zu dem Punkt davor. Also man kann sich daran erinnern, dass irgendwas gut ist und dann aber einfach machen. Genau. Ja. Nicht drüber nachdenken, wie könnte das ankommen. Und weil, ja, bringt uns zum nächsten Punkt. Zur Angst. Zur Angst und zur Unsicherheit. Und da muss man einfach sagen, die hat jeder. Das ist nicht so, dass, ja, oft denkt man ja, man hat da selbst mit zu kämpfen und der Rest der Welt hat da kein Problem mit. Aber es ist eigentlich immer nur eine Frage dessen, ob die Leute ihre Angst überwinden oder nicht. Und nicht, ob sie sie haben oder nicht. Und ja, hilfreich ist in dem Zusammenhang vielleicht auch, manchmal denkt man sich ja, ja, okay, ich bin jetzt nicht so kommunikativ geboren, für mich ist es nichts, Leute anzusprechen, aber eigentlich ist es letztendlich nur eine Übung. So wie alles, Übung macht den Meister. Selbst viele Leute, die du triffst und wo du denkst, wow, sind die wortgewandt, die haben vielleicht genauso wie du angefangen. Also, da gibt es eine Menge Beispiele. Auch wichtig, du denkst vielleicht, dass du unsicher rüberkommst, aber man sieht es dir nicht so schnell an, wie du denkst. Zumindest dann, wenn du Grundregeln beherzigst und wenn du natürlich so dastehst und dann sieht man es dir an, aber wenn du Schulter nach hinten tust, Brust raus tust und lächelst, dann geht es. Genau, in dem Zusammenhang auch ein ganz witziges Beispiel irgendwie. Es gibt da eine Statistik, dass wir uns, ich weiß gar nicht, so und so oft innerhalb von einer Stunde versprechen und oft denken wir, jeder einzelne Gatzer wird vom Gegenüber sofort irgendwie registriert und negativ aufgenommen. Aber es gibt Studien, die halt zeigen, dass irgendwie nur ein Bruchteil davon überhaupt registriert wird von deinem Gegenüber. Also man macht sich da selbst viel mehr Gedanken drüber, als es eigentlich, ja, ist. Ja, spricht mir aus der Seele. Darüber könnte ich eine halbe Stunde reden oder einen halben Tag sogar über das Thema. Aber das ist was anderes. Ansonsten noch hilfreich, wenn man sich ruhig bewegt, nicht hektisch irgendwie, sondern langsam. Also langsame Körper bewegen und auch langsam sprechen. Was ich manchmal nicht ganz beherzige. Ja, und man muss auch die Angst relativieren, denn was kann im schlimmsten Fall eigentlich passieren? Normalerweise derjenige, den du ansprichst, es kann sein, dass er kein Deutsch versteht, es kann sein, dass er einfach sauunfreundlich ist und dich abweist. Aber erstens mal ist das schon sehr unwahrscheinlich und zweitens wird dadurch nichts passieren. Dann Genau. gehst du einfach weiter und sprichst den nächsten an und der nächste wird dann freundlich sein. Genau. Und es wird am nächsten Tag nicht in der Zeitung stehen, dass du einmal jemanden nicht erfolgreich warst beim Ansprechen. Von daher einfach machen und immer wieder machen. Und wenn es doch zu schwierig ist, haben wir auch noch ein paar Tipps, nämlich sprich Leute an, die irgendwo angestellt sind, zum Beispiel Kassiererinnen oder Leute, die hinter Schaltern sitzen. Das ist besonders einfach. Man, die sind eh gewohnt, dass sie angesprochen werden. Das ist so Eben. als Einstieg oder Polizisten oder sowas. Ja, ganz Was genau. für manche auch noch leichter ist, wenn man einsteigt in Bus oder Bahn, sich dann hinsetzt, in so eine Vierergruppe zum Beispiel, dann hat man oft Sichtkontakt in dem Moment und diesen Moment kann man nutzen, um irgendwie was Kurzes zu sagen oder was zu fragen. Wenn man dann länger sitzt, ist meine Erfahrung, dass es wieder schwieriger wird, weil dann denkt man wieder drüber nach, was könnte ich jetzt sagen? Also lieber gleich am Anfang diese Initialzündung, Anfang nutzen. Absolut, irgendwann ist der Moment vorbei und dann wird es einfach nur noch verdammt schwierig. Ja, und warum? Weil man drüber nachdenkt. Oder zumindest bei mir ist es so. Ja. Dann, was könnte ich jetzt sagen und wie sage ich es und verspreche ich mich bloß nicht Hilfe? Genau. Machen, nicht zu viel denken. Was auch gut ist, ist zusammen mit einem Freund unterwegs sein. Es gibt einfach Sicherheit. Das ist zwar keine Dauerlösung. Das Endziel ist ja natürlich schon, dass man auch alleine mit anderen Leuten ins Gespräch kommt. Aber für den Anfang ist es gerade gut, da man irgendwie Rückendeckung hat und auch irgendwie so einen Arschtritt direkt hat. Weil wenn der andere dabei ist, dann ist es ja, dann will man sich auch nicht die Blöße geben und sagen, oh, nee, heute ist irgendwie gerade schlecht, weil da sind nur 300 Leute. Und ja, in dem Zusammenhang auch noch ganz kurz sei erwähnt, das wird hier die letzte Folge über Skype sein, weil der Stefan kommt nach Nürnberg und wir werden dann auch ein paar Mal zusammen losziehen. Also ich ziehe nach Nürnberg zurück, richtig. Ja, so richtig. Ums Eck von mir sogar. Na, Traum. voll cool. Monatsmob-Headquarter Nürnberg. Ja, und dann noch zum Wenn zu schwierig, gibt es noch einen Tipp, der war von dir? Genau, dass man, wenn du drauf stehst, das wirklich
hart mit dir zu meinen, dann zwing dich dazu, allein auf ein Event zu gehen, wo du normalerweise halt nicht allein hingehen würdest. Zum Beispiel, also was ich gute Erfahrungen damit gemacht habe, ist Critical Mass. Das ist so gemeinsames Fahrradfahren in der Stadt. Da ist man auch schon zusammen und dann hat man halt die Umgebung, wo man zusammen reden kann. Oder Networking-Event war vorher noch die Idee, da suchen die Leute eh das Gespräch. In der Disco eher nicht. Es ist schwierig, weil es laut ist und ja. Also es gibt, weiß nicht, du such dir was raus, wo du hingehen kannst, wenn du denn darauf stehst. Ja, Auf der Straße ist in meinen Augen einfacher, weil die ist immer offen. Ein Event ist richtig. nicht immer offen. Ja, was ich mir dann noch so überlegt hatte, mir ist irgendwie eingefallen, ich finde es irgendwie etwas, also von mir innen raus spreche ich Leute eigentlich oft erstmal mit einem Entschuldigung, entschuldigen Sie an, aber eigentlich ist es auch komisch, weil ich habe mich eigentlich für nichts zu entschuldigen. Und habe mir dann gedacht, dass ich das versuche jetzt auch abzulegen und dass ich eher die Leute mit einem Hallo anspreche. Ich denke, man muss es auch nicht machen mit dem Entschuldigen. Sehe ich auch Aber so. Wenn man Augenkontakt schon hat, dann kann man statt Entschuldigung auch irgendwie was direkt los sagen. Kurze Frage, sage ich manchmal. nö, genau. Das ist absolut gleichwertig, ja. Und sonst haben wir vorhin schon gesagt, wenn du jemanden angesprochen hast, dann mach ruhig weiter. Also sprech gleich den nächsten an. Je mehr, desto besser. Übung macht den Meister, wie wir gesagt haben. Und mach aber nicht den Fehler oder betrüg dich nicht selbst, indem du sagst, am nächsten Tag dann, als habe ich gestern der 2 angesprochen, dann muss ich heute niemanden ansprechen. Das ist ein Schuss ins Bein, weil wir wissen, wir müssen jeden Tag dranbleiben, um das zu festigen. Genau. Es sei denn, man ist krank, dann kann man natürlich mal den Arzt sprechen übers Telefon, aber. Ja, kann man auf die Straße gehen und Leute ansprechen? Entschuldigung, sind Sie zufällig Arzt? Aber Möglichkeit. Ja, in dem Sinn hoffen wir, dass ihr auch uns ansprecht und einen Kommentar hinterlasst hier drunter. Ihr könnt einfach gerne mal loswerden. Ja. Was du draußen sagen wirst, wenn du zum ersten Mal draußen warst oder ja, was du sagen Ja. wirst, genau, was da deine Wen man Strategie sein wird. anspricht und was man sagen wird, genau. Schreibt uns. Ja, ansonsten freuen wir uns riesig auf diesen Monat. Wie der Stefan schon gesagt hat, irgendwie war das schon von Anfang an stark auf dieses Thema eigentlich getrimmt, der Monatsmob. Deswegen wird es Zeit, dass wir das jetzt endlich mal durchziehen. So schaut's aus und das Coole ist, dass wir jetzt auch zusammen dann sind in Nürnberg, dann können wir auch zusammen ab und zu unterwegs sein und uns herausfordern. Und natürlich Umsetzungspartner sein, das ist das Wichtigste. Holt euch einen Umsetzungspartner, wenn ihr noch keinen habt, und geht zusammen raus und berichtet euch darüber, wie es funktioniert, und berichtet uns in der Gruppe, wie es funktioniert, und hinterlasst uns einen Kommentar. Genau. Auf eine gute Kommunikation und auf ein gutes Ansprechen. Also, in dem Sinn, macht's gut. Ciao. Bis dann, Servus.